Oh, mein ganzer Rücken tut weh von dieser blöden Isomatte, gell? Das ist so unangenehm, habe ich, glaube ich, noch nie geschlafen in meinem Leben. Mm. Echt? Wieso nicht? Okay, ja, weißt du was? Es ist zwar halt sehr schön, aber du, Ronja, ich muss schon seit 2 Stunden muss ich eigentlich aufs Spiel. Keine Toilette. Deswegen der Ruf der Natur eilt mich. Vielleicht finde ich 1, 2 Blätter und so weiter, ne? Okay, ja, ich frag da nicht mehr nach. Viel Spaß, ne? Ja, okay. Ich glaube, da vorne ist noch meine Arena. Oh, es kann ja nicht sein, dass außer Tops und mir hier niemand ist. Ich meine, das ist eine Rieseninsel. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist, keine Ahnung, alles leer. Hier ist überall Wasser, was weiß ich. Hier ist kein anderer Trainer außer uns. Das gibt's doch nicht. Oder, keine Ahnung, nennt man das Trainer? Nennt man das Duelist? Was weiß ich. Aber es ist niemand hier. Warte, hier ist wieder eine Arena. Ist da jemand? Nee, oder? Hallo! Hä? Huh? Wollen wir gegeneinander kämpfen? Okay. Ja, okay. Okay. Mann, Lukas, ich meine, oh nein. Oh. Okay, wenn ich gewinne, dann kriegst du meine Puppe und wenn du gewinnst, kriegst du meine Puppe. Ich will deine Puppe nicht. Kann ich nicht einfach, also, kann ich irgendwas anderes kriegen als deine Puppe? Mann, hier raus. Was? Du musst annehmen. 3, 2, 1, Duell. Okay, also, ich habe was gewählt, je nachdem, wer von uns gewinnt, ne, darf anfangen. Ich werde gewinnen, benutze die Hand, damit wische ich mir meine Hintern ab. Oh nein. Mann, ich nehme den fertig. Okay, ja. Okay. Ich beschwöre, diese Karte hier in verdeckter Angriffsposition. Warte, das geht nicht. Was okay, ist denn verdeckte Angriffsposition? Ja, das weißt du nicht. Nee, das weiß ich wirklich nicht. Okay. Ich beschwöre Wiederbelebungsschleim in Angriffsposition. Das sieht aus wie meine Rotze. Ich lege noch eine Karte verdeckt. Und dann gehe ich in die Battleface. Oh nein! Und dann greife ich deine Face-Down-Karte an. Nee! Und die stirbt auch noch! Nice! Was nee, war das mein, denn? Mein. Flammenmanipulator? Manipulator. Ja. Den kann ich brauche ich nicht, kann ich wegwerfen. Wie kannst du wegwerfen? Wie kann ich machen, geht das? Okay. Ich zerstöre dein Monster mit dieser Karte hier. Wieso? Das geht gar nicht. Nein, füge eine Polymerisation zu deiner Hand. Jetzt wird dein Monster zerstört. Nein, wird's nicht. Warum nicht? Naja, weil du jetzt eine Karte gezogen hast. Und dann beschwöre ich den Zeitzauberer. Okay. Und dann aktiviere ich seinen Effekt. Und dann ist es 8 Uhr, dann muss es schlafen gehen. Musst du um 8 Uhr schlafen gehen? Nein, ich darf schon bis 8.30 Uhr bei aufbleiben. Okay. Ich hab gemacht. Was? Yay! Jetzt wird wirklich mein Monster zerstört? Ja. Ich muss nämlich würfeln und wenn ich richtig liege, dann kriege ich eine 1. Was? Dann kriege ich eine 1 in Biologie. Okay. Hm. Sicherlich. Du weißt schon, dass es der Wiederbelebungsschleim ist, gell? Den kann ich einfach wiederholen. Nein. Das glaube ich nicht. Das ist unfair. Okay. Und zwar aktiviere ich den Effekt von Kosten verringern. Hä? Ich muss nur eine Karte abwerfen. Mache ich hier. Und dafür werden alle Monsterkarten auf meiner Hand 2 Level niedriger. Okay. Das heißt, ich kann jetzt einfach den Stego Cyber beschwören. Mache ich meine Angriffsposition. Okay. Und den habe ich jetzt halt. Dann aktiviere ich Kunai mit Keta. Warum? Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Es enthält 500. Oh, okay. Ja. Aber du weißt schon, dass 1000 immer noch weniger ist als 1200, oder? Du greifst jetzt mein Monster nicht an, weil du Angst hast. Ich greife jetzt dein Monster an, okay? Mhm. Nein! Das sag ich Mama! Das ist unfair! Oh mein Gott! Mensch, Norbert, warum hast du das gemacht?
nicht meine Karte animieren. Meine Karte. Das ist meine Lieblingskarte. Hast du was Gutes? Kannst du gegen Stego Cyber, kannst du da was machen? Ich lege diesen verdeckt. Bei dir weiß ich halt nie, legst du die verdeckt, weil du die einfach nur ablegst? Also man kann ja Zauberkarten auch ver... Nee! Uno! Doch! Okay, ich zieh eine Karte. Hätte ich nicht Uno gesagt, dann hätte ich eine Karte ziehen müssen. Das stimmt natürlich. Da hast du recht, ne? Okay, ich opfer meine Karte. Was jetzt erstmal blöd klingt, ja? Aha. Und dafür habe ich den legendären Unterweltler. Weißt du, was der legendäre Unterweltler kann? Er kennt denn meine Füße? Der kriegt 700 Angriffspunkte jede Standby-Phase dazu. Okay. Voll super, gell? Ich greif dich mal an. Mm-mm. Doch. Aua! Ich bin fertig mit meinem Zug. Jetzt bist du dran. Du bist gemein, ich sag das meiner Mama. Was hast du gezogen? Hast du was Gutes gezogen? Nein, meine mein Zug. Oh, sicher? Ich hab Spiegelkraft aktiviert, aber sterben. Ich habe jetzt 700 Angriffspunkte mehr, das heißt, der hat jetzt schon 2200 Angriff, gell? Ich kann nur bis 1 zählen. Hä? Ich setz eine mein Karte. Mein Papa gesagt, ich soll das sein lassen. Zurecht. Was? Nichts, ich greif dich an. Also deine Lebenspunkte direkt. Warum? Hey, wenn du nicht bald was gegen den legendären Unterweltler hast, dann verlierst du. Echt? Mhm. Aber ich hab weniger Punkte als du. Du hast weniger Punkte als ich. Ja. Ich bin Förder. Nee. Nee? Nee. Okay. Nee. Okay, nee. Ich beschwöre diese Karte in Verteidigungsposition. Okay, weißt du was? Ich aktiviere meinen Effekt. Hä? Ruf der Gejagten, ja? Damit kann ich eine Karte aus meinem Friedhof holen. Ja? Ich nehme Wiederbelebungsschleim. Doch. Nee. Und die kann ich als Spezialbeschwörung beschwören. Hm? Ja, jetzt habe ich eine Karte mehr. Warum? Weil ich Ruf der Gejagten aktiviert habe. Kann ich das essen? Nee. Also, ich weiß, dass du manchmal gern auch mal einen Popel vielleicht mal, ne? Aber der Wiederbelebungsschleim ist tatsächlich nicht zum Essen. Okay. Bist du sicher? Möchtest du noch was machen oder magst du deinen Zug beenden, Norbert? Ich kann nichts machen, immer. Mensch, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Was hast du da verlegt? Also, was ist denn das? Hast du jetzt einfach deine Zauberkarten da hingelegt, oder? Nee, es sind Monsterkarten. Aber die Karten. Nee, das können keine Monsterkarten sein. Doch. Ich greife deine Lebenspunkte direkt an. Nein. Das wird halt auch immer mehr, ne? Also, das sind jetzt schon 2900. Warum bist du so gemein zu mir? Ich würde dir ja gerne eine Chance geben, aber ich weiß nicht wie. Was hat der gerade geredet? Wer hat geredet? Ja. Hast du ich was kann Gutes? Einfach nichts machen. Norbert, was hast du denn für ein Deck? Ein ziemlich schlechtes. Aber wieso? Mein Vater hat mich damit abgeschmissen. Dein Vater hat dich damit abgeschmissen, dann bist du hierher gekommen. Babydrache! Ja, aber ich kann einfach nichts damit machen. Ja, weil du den Zeitzauber schon gelebt hast. Warum greife ich dein Monster an? Nein, warum? Selbstzerstörung aktiviert! Du es nicht! Hä? Tu es nicht! Greif an! Hallo! Ich aktiviere den Effekt von der Karte. Hä? Und kann dadurch Stego Cyber beschwören. Oh, ich hab dir Schaden gemacht! Nee, ich hab mir selber Schaden gemacht. Hä? Was? Au! Oh, warum funktioniert das denn? Guck mal, wenn du den Babydrachen und den Zeitzauberer mit Fusion genommen hättest, dann hättest du jetzt den alten Drachen. Das wäre viel besser. Hast du keine Fusion? Dann beende mein Zug. Okay. Du weißt, dass du nur noch 2000 Lebenspunkte hast, gell? Nein. Du weißt, dass allein mein
Unterweltler ein bisschen mehr hat, gell? Mach mal eine Spezialbeschwörung. Warum? Nur so. Ich opfer meine zwei guten Monster. Aber weil ich's kann. Hui! Hand? Oh, jetzt kann ich's lesen. Handschuhwerfer heißt der. Hui! Theoretisch kann ich, wenn ich deine Karte abwerfe, deine Monster zerstören, aber ist halt auch nervig. Ich hab keine Monster. Hast du Pech gehabt, ne? Ich lass dir noch eine Runde, okay? Oh. Vielleicht ziehst du ja was Gutes. Nee. Nee? Mm-mm. Okay. Sicher? Ich meine. Okay. Nee, ich war nicht fertig. Weißt du, du kannst auch mal... Nee, tu's Angriff. Nicht. Ich halt... Nee, stopp, tu's nicht. Hier. Was? Ich kann einfach nichts machen. Wieso legst du die denn nicht wenigstens mal in Verteidigungsposition? Mein Vater... Was? Das sind doch ich der Müde. Ja gut, das Vieh wird eh sterben, das stimmt. Aber ihr? Ich meine, ja, okay. Ab dem Punkt... Vielleicht lege ich die Karte noch verdeckt im Moment, ich meine so... Jetzt habe ich alle 5 Karten besetzt und nicht aktiviert, das gewinne ich. Ja, so hast du was Schönes gezogen. Nein. Ich greife dich an. Kannst du einer deiner 5 verdeckten Karten aktivieren? Ja, ich aktiviere Grabräuber! Okay. Damit kann ich eine Karte aus deiner Hand nehmen, aus dem Friedhof und selbst benutzen. Aber, wenn du die aktivierst, kriegst du 2000 Lebenspunkte Schaden. Ich weiß! Au! Okay. Es war eine knappe Kiste, ne? Ich hab gewonnen! Jetzt kriegst du meine Popel. Mann, nee. Ich hab jetzt so lange gespart. Komm. Weißt du was? Du darfst deine Popel behalten. Nee, hier hast du meine Popel. Jetzt muss ich gehen. Okay. Das war meine Lieblingspopel. Die hab ich immer mal wieder gegessen rausgekommen. Okay, ich nehme die nicht mehr in die Hand. Hast du zufälligerweise auf dem Weg meinen Freund gesehen? Du hast einen Freund? Ich bin mit einem Kumpel hier. Was ist der Flamingo? Was? Nein, kein Flamingo. Ich bin mit einem Kumpel hier. Okay. Okay. So, das war's aber auch mit dieser Folge Minecraft, Yu-Gi-Oh!, wie auch immer wir das nennen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen möchtet. Und falls ihr die nächste Folge gucken möchtet, die ist auf Tops Kanal, also schaut da vorbei und ja, ihr müsst auf jeden Fall eine Kartoffel nehmen und auf dem Fenster schmeißen. Bitte tut es nicht. Nein, schmeißt das einfach auf Ronja, wenn ihr sie seht.